Es sind nicht alles so, die große Mehrheit ist friedliebend. Gleich vorweg, in diesem Video geht es jetzt weder um den Islam noch um den Feminismus, sondern allein um das Nicht-alles-sind-so-Argument. Die beiden Kulte dienen nur dazu, die Problematik in dieser Argumentationslinie anschaulich zu machen. Im Gespräch mit eigentlich jedem Vertreter einer Ideologie, die die Menschheit in wir und die aufteilt, kommt es oft dazu, dass man gewisse unschöne Eigenheiten dieser Ideologie aufzeigt, die dann auch tatsächlich in der Realität zu entdecken sind. Neben einer Vielzahl anderer Immunisierungsstrategien kommt dann aber, wie das Amen im Gebet, nicht alle sind so. Die meisten dieser Ideologie wollen doch nur in Frieden mit ihren Nachbarn zusammenleben. Man darf ja nicht die Feministin, die tatsächlich für die Gleichheit der Geschlechter eintritt, mit irgendeinem Feminazi gleichsetzen. Und der normale Moslem, der einfach nur in Ruhe seinen Glauben leben will, kann ja nicht gleichgesetzt werden mit einem ISIS-Terroristen oder der Al-Qaida, Organisationen, die den Islam ja anscheinend nur falsch verstanden haben. Das Problem, warum uns dieses Argument nicht beruhigt und manche innerlich sogar aggressiv werden lässt, es ist vordergründig richtig, aber genauso stimmt es, dass es kein Grund ist, sich beruhigt zurückzulehnen. Denn was ebenso stimmt und was unbestreitbar ist, wir sind Menschen. Und Menschen haben unter anderem drei Eigenschaften, die uns sehr gefährlich machen. Die erste Eigenschaft: der Mensch verteidigt alles, in das er bereits Energie investiert hat, und verteidigt es umso mehr, je mehr Energie er investiert hat. Bei religiösen Sekten ist ja bekannt, dass die Menschen, die diesen Sekten angehören, oftmals ihr gesamtes Leben umkrempeln müssen. Moslems müssen 5-mal am Tag beten, nicht etwa einmal die Woche, und haben jede Menge Vorschriften, an die sie sich halten müssen. Und zum Schluss gibt es noch die Beschneidung im Judentum und im Islam, wo man im Prinzip eines der größten Opfer gibt, denn man macht eine völlig unnötige Körperverletzung bei einem wehrlosen Kleinkind oder Baby. Und in so einem Fall haben dann alle Beteiligten ihren Status als Unschuldige geopfert. Und noch dazu ist das eine Investition, die permanent ist, denn eine Beschneidung kann man nicht rückgängig machen. Dass diese Eigenschaft dem Menschen wichtig ist, zeigt sich auch im umgekehrten Fall. Warum wohl ist es für viele Katholiken kein Problem, aus der katholischen Kirche auszutreten? Weil nicht viel investiert wurde. An den hohen Feiertagen mal die Messe besuchen, und das ist es im Wesentlichen schon. Da verliert man nicht viel, wenn man dann da austritt. Der zweite Punkt: Menschen verteidigen ihre Meinung, ihre Ideologie, umso mehr, je mehr sie dafür angegriffen werden. Warum das so ist, können uns bestimmt die Psychologen genauer erklären. Ich bringe jetzt da nur ein kleines, ganz harmloses Beispiel, das das ein bisschen anschaulich machen soll. Man stelle sich einfach nur vor, man hat einen Vorhang gekauft und daheim stellt man fest, dieser Vorhang war zu teuer. Er war dieses Geld einfach nicht wert. Ein Fehlkauf. Jetzt hat man normalerweise kein Problem, von sich aus zuzugeben, dass das ein Fehlkauf war. Aber plötzlich ist alles anders, wenn jemand anderer daherkommt und dich für diesen Fehlkauf kritisiert. Wenn jemand anderer sagt, du, der Vorhang, der war aber zu teuer, der ist es nicht wert, dann wird man normalerweise, zumindest im ersten Reflex, geneigt sein, diesen Kauf trotzdem zu verteidigen, obwohl man eigentlich die gleiche Meinung vertritt wie der andere. Sollten Sie jetzt anders sein und Sie haben kein Problem, jemals einen Fehler zuzugeben, dann gratuliere zu Ihrem Grad an Erleuchtung. Die dritte verhängnisvolle Eigenschaft der Menschen: Menschen sind Mitläufer. Man muss jetzt da gar nicht großartig zur Nazi-Bewegung schauen.
Die meisten von uns hatten noch Verwandte, die die damalige Zeit erlebt haben. Und wie war denn das? Waren diese Verwandten psychopathische, blutgierige Monster? Oder waren das nicht viel eher völlig normale Mitläufermenschen, die das getan haben, was von oben vorgegeben wurde? Es ist leider erschreckend einfach, Menschen gleichzuschalten. Kaum jemand wehrt sich ja jetzt schon gegen die Bevormundung durch den Staat. Gerade als Naturrechtler weiß man, dass viele Gesetze eindeutig rechtswidrig sind. Die ganzen Besitzverbote, Redeverbote, Rauchverbote. Und kaum jemand wehrt sich dagegen. Und man darf sich da keinen Illusionen hingeben. Verfahren gegen diese Verbote, die sind teuer und können Menschen zerstören. Allein schon mit den Verfahrenskosten. Sorry, war ein bisschen der Naturrechtler, der jetzt da durchgekommen ist. Der Punkt ist der, das Argument, nicht alle sind so, ist kein Argument für irgendwas. Jede Bewegung muss sich daran messen, was die radikale und laute Spitze so treibt. Denn das sind diejenigen, die den Ton angeben werden. Das sind diejenigen, die bestimmen, was die große Herde machen wird. Es hat den Juden damals gar nichts geholfen, dass 90% der Deutschen nur friedliebende Menschen waren, die in Ruhe mit ihren Mitmenschen zusammenleben wollten. Es nützt den Homosexuellen jetzt im Iran gar nichts, dass 90% der Iraner eigentlich gut gebildet sind. Die gleichen Iraner wissen ganz genau, dass ihre friedliebenden Nachbarn keinen Finger rühren werden, wenn die Sittenwächter kommen und sie abholen, wenn sie aufbegehren. Oder als weniger spektakuläres Beispiel aus Österreich. Wie war denn das jetzt wirklich mit der Bundeshymne? War das wirklich ein dringendes Anliegen der österreichischen Frauen, dass die Bundeshymne geändert werden muss? Oder war das eine laute und radikale Minderheit von Berufsfeministinnen? Wer sich jetzt noch näher mit dem Phänomen des Mitläufertums auseinandersetzen möchte, dem lege ich nahe, das Milgram-Experiment sich genauer anzuschauen. Das hat schon früher gezeigt, wie sehr Menschen Mitläufer sind, was die alles tun, wenn ihnen von Autoritäten was vorgegeben wird. Und dieses Experiment ist inzwischen sehr oft wiederholt worden in anderen Szenarien und hat immer zum gleichen Ergebnis geführt. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die friedliche Mehrheit für die Auswirkungen ihrer Ideologie praktisch irrelevant ist. Friedliebende Moslems werden keinen Finger rühren, wenn ihre ungläubigen Nachbarn von Sittenwächtern abgeholt werden. Friedliebende Grünwähler werden ebenfalls keinen Finger rühren, wenn ihre andersdenkenden Nachbarn ins Umerziehungslager abgeholt werden. Und wenn sich die Rechtsfaschisten mal entschieden haben, wer diesmal ihr Feindbild sein soll, dann werden die friedliebenden Rechtswähler ebenfalls keinen Finger rühren, wenn die Vertreter dieser Feindgruppe abgeholt werden. Wer es mir jetzt nicht glaubt, der sollte sich vielleicht mal das umgekehrte Szenario vorstellen. Denn ein Szenario, in dem meine Aussagen, die ich gerade getätigt habe, nicht richtig sind, da würde man dann annehmen, dass also ein Dschihadistenkommando kommt, den Ungläubigen abholen will, zwecks Exekution, und der friedliebende Nachbar-Moslem stellt sich tapfer dazwischen und hält diese Gruppe auf, diese Dschihadisten, sagt, ich bin auch Moslem und Kraft meines Moslemtums verbiete ich euch, diesem Ungläubigen jetzt was zu tun. Das müsste man annehmen, wenn meine Aussagen falsch wären. Oder der friedliebende, moderate Rechts- oder Linkswähler, der nur in Frieden mit seinen Nachbarn zusammenleben will, wird der sich wirklich entschlossen dazwischenstellen, wenn die rechtsradikale Heimatschutzstaffel auftaucht oder die linksradikale Friedenswächterinitiative und die dann den Volksschädling abholen wollen? Glaubt wirklich jemand, dass die sich effektiv entschlossen dazwischenstellen werden? Nicht alle sind so, ist kein Argument, mit dem irgendeine Ideologie geschützt werden kann. Bei keiner Ideologie sind alle so. Das, was die radikale Minderheit propagiert bzw. macht,
ist das, was passieren wird, wenn diese Ideologie an die Macht kommt. Danke. Thank you.